Hallo und herzlich willkommen zurück, liebes Let's Play Universum, zum natürlich diesjährigen Adventskalender und natürlich zum Türchen Nummer 11. 1-1. So, diesmal mit einem sehr komischen Let's Play. Obwohl, was ist komischer als Here is oder Where's Poop in My Soup? Irgendwie, keine Ahnung. It's Poop in My Soup. So. Diesmal mit dem Spiel Penarium. Worum es hier geht, werdet ihr gleich sehen. Es geht, oder beziehungsweise wir sind auf einem Rummelplatz, oder beziehungsweise anders, auf einem, oder in einem Zirkus. Wir sind ein kleiner, dicklicher Junge, stabil, stämmiger Junge, sagen wir mal. Und seht selbst. Once there was a kid who was loved only by his father. His name was Willie. Willie worked the land of his father's farm all day long. The work was tough and boring. Poor Willie longed for adventure. One day, while Willie was working the edge of the farm, a circus caravan rode by. As if it was destiny, a tall, mysterious figure appeared and promised Willie extraordinary adventure. Willie was mesmerized by the spectacle. He felt an uncontrollable urge to take part in it. The tall figure directed him towards an empty wagon. Willie jumped on board, expecting to see the show of his life. He would only be gone for a day. The caravan rode for hours, and when it finally stopped, Willie was thrown onto the circus floor. The tall figure stood over him and welcomed him to Penarium, the sadistic circus extravaganza. Penarium. Ein sadistischer Zirkus. Willkommen, Willy. Willkommen im sensationell sadistischen Zirkus, dem Penarium. Ich will raus. Ich mache aus dir einen potenziellen Spitzenwettkämpfer. Du musst nur überleben. Kann ja nicht schwer sein. Zuerst die Grundlagen. Du kannst nur nach links und rechts laufen und springen. In der zauberhaften Welt des Penariums kannst du mitten in der Luft Doppelsprünge ausführen. Die magische Arena ist eine unendliche Schleife. Wenn du auf einer Seite hinausgehst, kommst du auf der anderen herein. Zuerst etwas Einfaches. Gewöhne dich an deine Fähigkeiten und zerstöre 5 Fässer. Okay? Yay. Herausforderung beendet. Yeah. Alles klar, Bauernjunge. Jeder kann überleben, wenn nicht auf ihn geschossen wird. Dein Leben mag dir wichtig sein. Dem Publikum ist es egal. Sie wollen Unterhaltung. Das bedeutet, du musst tanzen oder sterben. Schalten wir bei deinem Training mal einen Gang höher. Hier kommen die Fallen. Nach jedem 5 Fässern, die du zerstörst, aktiviere ich eine neue Falle. Zeig mir, dass du 10 Fässer zerstören und überleben kannst. Tanz, Bauernjunge, tanz! Oh. Ach, das ist ja easy. Oh yeah. Huiuiui. Und bumm. Yay! Herausforderung beendet. So, du lebst ja noch.
Das bisschen Feuerwerk und ein großer Stein sind ja auch nichts. Ich habe vergessen, etwas zu aktivieren. Die untere Schiene. Mal sehen, wie du mit zwei Fallen zurechtkommst. Ich habe noch ein paar Fallen eingebaut. Überlebe und zerstöre 15 Fässer. Los, Junge. Und reiß dich bloß zusammen. Na, kapiert? Zusammen. Ich bin so ein Scherzkeks. Ah, Jesus. Komm schon. Hussa. Oh. Also, Wobei das jetzt auch gar nicht so schlimm ist. So. Oh. Was? Wo sind die Fässer? Ey. Was ist das? Ey, du blöder Vogel. Ach. Mensch. Oh. Herausforderung verloren. Wir sind gestorben. Naja. Wir haben nicht lange durchgehalten. Scheiß Eiszapfen-Kackdinger da. Und diese blöden Vögel, ne? Mann. Oh. Na, ist so. Was? Ach ja, stimmt. So, das ging jetzt schnell. Herausforderung beendet. Nicht von schlechten Eltern, Willy. Du hast dich besser geschlagen, als ich dachte. Leidest du zufällig unter Platzangst, Willy? Hm? Mal sehen, wie kreativ du sein kannst, wenn ich die Leine kürzer nehme. Hier kommt der Blocker. Diese Falle verhindert, dass du die Arena seitlich verlässt. Ich habe ein paar zusätzliche Vorrichtungen eingebaut. Jetzt musst du 20 Fässer zerstören. Klar? Bereit? Los! Na toll. Wie? Ja. Wo ist das letzte Fass? Da. Oh ja, das ist ja easy hier. Und der sadistische Zirkus. Wunderbar. Was ist jetzt? Oh. Uiuiui. Einfach nur schneller diese blöden Fässer einsammeln. Und fertig. Lucha! Herausforderung beendet, ja. Nicht übel, ganz und gar nicht übel. Bild dir aber nichts ein. Du musst was für mich erledigen. Ich hab fast nichts mehr von meiner ich meine meinem Dunkelmagie-Elixier. Ja, natürlich Dunkelmagie-Elixier. Du musst welches für mich herstellen. Fang die Inhaltsstoffe, bevor sie kaputt gehen, und bring sie zum entsprechenden Kessel. Die Inhaltsstoffe sind begrenzt. Mach also nicht zu viel davon kaputt. An die Arbeit, Bauernjunge. Was? Achso. Was ist das jetzt? Blau? Thank you.
Ja, das ist jetzt... Ach du Scheiße. Boah. Ja, das ist heftig. Halte Scheiße. Oh! Also, jetzt kann er nur noch... Autsch. Herausforderung verloren. Also, die Herausforderung ist schon... hab ich. Na toll. Das ging... Klasse. Hirnfrost. Hirnfrost. Oh. Und ich kann immer nur eine blöde Kackpulle mit mir rumschleppen. Was? Ach, von unten auch. Hui. Aber wieso? Was? Brauche ich doch nicht mehr. Ey. Oh nein. Oh, scheiße, so eine Kackbürde. Letzte Scheißpulle. Mist. Sehr knapp. Hussasa. Hulalalala. Oh, falschen Weg genommen. Kriege ich sie noch? Ja, ich kriege sie noch. Und die kriege ich auch noch. Boah, aber alles jetzt sehr knapp. Was? Oh, nee. Scheiße. Nein! Armer Born, Junge, Errungenschaft. Verdammt nochmal! So, komm. Zack. Bumm. Ach, verdammt. Lalalalalala. Oh, diese Musik, ne? Diese blöde Kirchenmusik, wollte ich gerade sagen. Diese blöde Zirkusmusik. Oh nein, 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 nein! Oh, okay. Das geht auch. Shit! Oh, so. Grün habe ich voll. Blau habe ich auch voll. Jetzt fehlt nur noch Rot! Oh! Herausforderung beendet. Ich muss zugeben, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass du so lange überleben würdest. Vielleicht hast du das Zeug, ein Wettkämpfer zu werden. Mal sehen, wie du dich im Rampenlicht machst. Steh im Rampenlicht, bis die Zeit um ist. Mach das dreimal, um zu gewinnen. Ich habe noch ein paar Zuschauer zu deinen Übungen eingeladen. Oh, stimmt, es werden noch mehr. Sie wollen allerdings hauptsächlich sehen, wie du stirbst. Was sagst du? Du willst es ihnen zeigen? Das ist die richtige Einstellung. Hau rein, Kleider. Hey. 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 Was ist das denn jetzt? Ui. Mach aus die Zeit, mach aus, mach aus. Ach Mensch! Oh nee.
Und jawohl. So. Ach Mensch. So. Hey. Mann. Oh, jetzt ist diese Scheiße da oben. War ich vorhin auch da oben? Weiß ich gar nicht. Nicht mehr drauf geachtet. Ja. Ah. Nein. Oh. Komm, 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 mach aus, jetzt mach aus, mach aus. Nein! Hui! Hey! Herausforderung beendet! Huh. Bauernjunge, ist an dir immer noch alles dran? Du beeindruckst mich immer wieder. Was also jetzt? Oh, ich weiß. Spielen wir das Schalterspiel? Ja, Schalter. Tritt in der richtigen Reihenfolge auf die Schalter, um zu gewinnen. Ach, und Willi, wenn der große Laser auftaucht, bleib in Bewegung, bleib nicht stehen, bleib einfach in Bewegung. Bereit? Los! Grün, rot. Wie? Mein Gott. Grün, rot, gelb. Grün, rot, gelb, grün. Hui! Oh. Grün, rot, gelb, grün, blau. Toll. Boah. Grün, rot, gelb, grün, blau, grün. Mein Gott. Was ist... Ach du grüne Neune. Das alles? Ja gut, das ist ja nicht so schwer. Hui. So. Ah, Herausforderung beendet. Ey, wurde trotzdem noch zerstört. Schweine ihr. Ich bewundere deinen Einsatz, Junge. Tut mir leid, dass ich so streng mit dir war. Zeit für eine Belohnung. Möchte der traurige kleine Bauernjunge ein paar Ballons? Ja, du möchtest welche, stimmt's? Zeit für Blutballons. Lass die schönen Ballons in der richtigen Reihenfolge platzen, bevor die Zeit um ist. Bereit? Zeig, was du kannst, Junge. Oh. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn jetzt die Schwierigkeit? Aber jetzt sehe ich sie. Verdammt! Ich muss rüber! Wenn ich erst was hasse, dann sind es Zeitspiele, ne? Nein! Ich bin runtergeplumpst wegen diesem Scheiß-Klebe-Kack-Scheiß-Zeug, Mann! Opa. Ja. Und...
Oh, Kopf hoch, Kleiner. Herausholung. So, weiter geht's. Willy! Na, gefällt dir meine neue Deko? Hm? Hör zu. Du musst lernen, dass du nur überlebst, wenn du eine Show bietest. Dein erster echter Auftritt steht an. Oh, ich bin ja so aufgeregt. Aber erst trainieren wir noch etwas. Wenn du überlebst, hast du morgen deinen ersten Auftritt. Aber heute dreht sich alles um Häcksler. Die niedlichen kleinen Dinger des Todes. Zerstöre 20 Fässer und lass dich nicht in Stücke schneiden. Ach, die Dinger. Ah, toll. Erst kam es von unten, jetzt kommt es von oben. Und das jetzt so neu ist. Jetzt kommt es natürlich von... Oh. Okay. Das ist jetzt etwas verzwickt. Hui! Ah, das ist jetzt gemein. Und dabei soll das nur eine Übung sein. Haha, witzig. Das ganze scheiß Spiel ist eine Übung. So, Arschloch. Herausforderung beendet. Verehrtes Publikum, willkommen im sensationell sadistischen Zirkus. Willkommen im Penarium. Heute präsentiere ich Ihnen unseren neuesten Wettbewerber, Willy. Wird er unter Strom gesetzt? Wird er in kleine Stücke zerhackt oder wird er überleben? Willy, zeig uns, was du kannst. Na toll. Huch. Oh. Ach, das ist einfach. Mit Wasser ist das doch voll toll. Huch. Na gut, aber nicht, wenn die Dinger da oben sind. Nein! Nein! Auf einmal ist das Wasser weg. Leck mich am Arsch. So. Jetzt kann's weg von mir aus. Und weg. Nächstes. Verdammt. Hustas. Boah. Oh, was ist das? Oh, der fucking Laser. Ah, toll. Oh, Also war das. Ja. 15 Fässer noch. Oh Gott. Und boom. Ja, das ist ja easy. Wäre da jetzt noch irgendwas bei, das wäre schlimm. Aber so? Oh nee, mit diesen blöden scheiß Vögeln. Das war jetzt knapp. Ach ja, dieser komische Drache. So schlimm ist der aber gar nicht. Wenn man richtig aufpasst. Ey, schon fertig? Arena abgeschlossen. Ta-ta-ta-ta. Oh Gott. Wie, Kampagne geht's jetzt weiter?
Gut, Mehrspieler, Kampagne, Arcade. Also es war so gesehen der erste Level, oder was? Ach du schön. After Willy's first performance, he found himself locked up in his wagon once again. The excitement of the show faded quickly as he sat down and thought about his father and the farm. He missed his father, who surely had no idea where his only child could be. As tears started flowing from poor Willy's eyes, the director suddenly appeared. He told Willy it was time to move on. A bigger crowd awaited. So, liebes Let's Play-Universum, ich weiß ja nicht, was ihr denkt, aber ich denke, darunter steckt Willys Vater. So, um dies herauszufinden, gilt es, entweder das Spiel selbst zu kaufen oder mich weiter zu verfolgen, ob ich aus diesem Spiel eine richtige Let's Play-Reihe mache, denn es ist doch ein sehr aufregendes Spiel und macht auch eigentlich doch schon recht Fun. Nur der Willy, der tut mir richtig leid. Gut, liebes Let's Play Universum, in diesem Sinne ist heute mit dem Türchen Nummer 11 Schluss. Ich hoffe, das Türchen Nummer 11 mit Pandemonium oder wie hieß es jetzt? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ist egal. Nee, Moment. So. Penarium. So. Richtig. Penarium. Falls euch dieses Spiel gefallen hat, dann legt es euch zu. Ansonsten verfolgt mich weiter, denn Penarium wird definitiv mal eine Let's Play-Reihe von mir bekommen. Gut, ich wünsche euch einen schönen Abend, gute Nacht und bleibt sauber. Gern einen Kommentar da lassen oder auch einen Daumen nach oben, was ihr möchtet. Und nicht vergessen, liebes Let's Play-Universum, I came to play.